Oh. Hallo, ich bin Ulrich. Heute ist der erste Advent, der 29. November 2015. Und weiter geht's mit Konrad Adventskalender. Internet off. Na, der mag mich heute nicht. Irgendwie ist was anders. Ach so, Internet of Things. Jetzt machen wir das Türchen Nummer 9. Ich muss ein bisschen schielen auf. Vorher gibt es allerdings Schokolade, wie eigentlich in jedem Experiment. Und dazu hole ich euch jetzt erstmal runter. Zu mir. Ja. Viele verräterische Dinge. Hier ist RAD Uino. Kästchen Nummer 9. Nummer 9. Hatte ich eigentlich Nummer 8 geöffnet? Ja, Nummer 8 ist offen. Nummer 9. So, was ist das? Nummer 9. Und das ist ein, ja, ich würde mal sagen, ein Pferd, ne? Nummer 9. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Da ist drin ein... Ja, meine Wurstfinger. Da ist drin ein Widerstand. Jetzt gucken wir mal kurz in die Beschreibung. Nummer 9. TCP Uhrzeit. Hinter dem heutigen Türchen befindet sich erneut ein Widerstand mit 1 Kiloohm. Für den morgigen Versuch werden alle drei Widerstände benötigt. Drei? Ja, gut. Gut. Heißt mit anderen Worten, den soll ich wohl auch wegbacken. Ich kann schon mal so viel sagen, das Projekt funktioniert nicht. Ich hole euch jetzt gleich mal auf den Screen Recorder und dann gucken wir mal, was wir zum Funktionieren kriegen. Und zwar gibt es hier eine, das muss ich vielleicht doch mal vorlesen. Die ermittelte Zeit wird nun an die Time Library von Michael übergeben. Quelle, da steht eine www-Adresse. Aus praktischen Gründen ist eine Kopie der von mir verwendeten Time Library Version im Sketch-Ordner enthalten. Diese muss in den Libraries-Ordner Ihres Sketchbook-Ordners kopiert werden. Im Hintergrund wird permanent die neue Uhrzeit berechnet und jede Sekunde im Terminal ausgegeben. Sie können nun auf einfache Weise einen Wecker oder eine andere zeitgesteuerte Uhr zeigen. Gut, ich hole euch das Ganze jetzt auf den Screen Recorder. Und dann gucken wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Bis gleich. Wir starten die ARD Uino Software. Ja. Läuft. Datei öffnen. Wir müssen Tag 9 öffnen. Also alles, was ich so gefunden habe, was irgendwo was sein könnte. Gut. Tag 9. Ja, ich gebe... So. Ich muss jetzt ein bisschen schneiden, weil da war wieder unsere SSID zu sehen. Ich gebe mich geschlagen. Ich habe das Programm für Tag 10 schon im Speicher. Gut. Ja, und dann passiert dieses hier. Machen wir mal im Groß. Da, das sind hier meine Strings. Terminate, Exit-Status, Fehler beim Kompilieren. So. Ich mache das mal eben wieder klein. Gut, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist. Ich habe jetzt ein paar Stunden gesessen und geforscht. Ich nehme mal an, dass der Fehler hier in dieser Zeile irgendwo liegt. Time H. Und beim besten Willen, ich finde die Datei nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da noch suchen soll. Das hat er angeblich zum Download bereitgestellt irgendwo. Und da sind diverse Zeiten drin. Ich habe mir mal die Homepage angeguckt, die dahinter steht. Also, ich befürchte, ich muss Tag 9, also grundsätzlich mal eben zu YouTube. Ich möchte die Playlist natürlich gerne komplett haben. Darum mache ich jetzt dieses Tag 9 auch und sage, ich bin zu blöd dazu. Ich kann es euch nicht sagen, woran es scheitert. Ich habe diverses probiert. Ich denke aber, viele Experimente, die anfangs nicht funktioniert haben in diesem Adventskalender, das waren einige, haben irgendwann dann eben doch funktioniert.
So, ich will jetzt aber so allmählich auch mal fertig werden und mal weitermachen. Ich lasse Experiment 9 jetzt erstmal aus. Wenn ich dann irgendwann auf den Trichter komme, wahrscheinlich wird ja am 9. Dezember, es gibt ja viele Leute, die sich sklavisch an so einen Adventskalender halten, die werden dann am 9. Dezember, hoffe ich, über diesen Fehler auch stolpern oder dass es dann idiotensichere Gebrauchsanweisungen gibt, mit denen auch ich zurechtkomme. Bis dahin muss es leider bei so einem Statement bleiben. Experiment geht nicht. In diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss. Als nächstes kommt Tag 10 und den seht ihr hier unten schon. Und dann schauen wir mal weiter. Bis gleich.